Hey, ich bin's wieder, Ralf Bohlmann mit dem Better Day Podcast. Leute, noch 3 Tage bis Weihnachten. Weihnachten wird schön. Punkt. Zeit mit der Familie und auch dann Zeit für mich. Weihnachten wird schön und ich hab's in der Hand. Ich hab's in der Hand und ich bin wild entschlossen, mir die Zeit schön zu machen. Meine Zeit auf diesem Planeten ist schließlich begrenzt und ich denke, ich habe alles Recht der Welt, eine gute Zeit hier zu verbringen, oder? Und du natürlich auch. Also, mach's dir schön zu Weihnachten. Es gibt einen Trick, mit dem du eine der klassischen Gefahren von Weihnachten umgehen kannst. Ich rede vom Zunehmen. Das ist natürlich nicht für jedermann ein Thema. Aber was dahinter steckt, das ist ganz sicher für jeden interessant. Es geht um das sogenannte Eiweißerfordernis. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Tiere, von der Fliege bis zum Gorilla, so lange fressen, bis sie eine bestimmte Menge Eiweiß zu sich genommen haben. Und dann hören sie auf. Also man kann Tieren beliebige Mengen Nahrung ganz unterschiedlicher Art zur Verfügung stellen. Sie fressen immer so viel davon, bis die darin enthaltene Eiweißmenge einen bestimmten Wert erreicht hat. Und dieser Wert hängt natürlich von der Tierart ab, logisch. Und vom Alter, Geschlecht, Größe der Tiere. Wissenschaftler sagen, das Prinzip gilt auch für Menschen. Wer das sagt? Ne, zum Beispiel 2 Professoren von der University of Sydney in ihrem Büchlein Eat Like the Animals. Sie sagen, es gibt eine Art Eiweißerfordernis, das von der Natur bei der Nahrungsaufnahme vorrangig abgedeckt werden will. Macht auch Sinn. Eiweiß ist das, woraus wir im Wesentlichen bestehen. Haut, Haare, Knochen, Muskeln, Organe, Blut, Immunsystem, Hormone, Enzyme bestehen zuallererst aus Eiweiß. Und dann wird noch Fett dazu gepackt als Treibstoff und als Strukturelement für Zellen und Gewebe. Aber das Wichtigste ist immer das Eiweiß. Und darum heißt es ja auch Protein, das Erste. Die Natur kümmert sich um das Wichtigste zuerst, das Eiweiß. Und konnte sich über Jahrmillionen auch darauf verlassen, dass alles andere dann schon automatisch mit aufgenommen wird. Fleisch kommt immer auch mit Fett daher. Eiweißreiche Pflanzen enthalten auch Kohlenhydrate und Fette. Die sind immer mit dabei. Passt schon. Was wir heute in Supermärkten als Nahrung kaufen können, enthält aber so viele Kohlenhydrate und oder Fett im Vergleich zum Eiweiß, dass wir damit Unmengen von Kalorien zu uns nehmen, bis unser persönliches Eiweißerfordernis erreicht ist. Und dann nehmen wir zu. Nehmen wir mal als Beispiel an, wir ernähren uns von Vollmilchschokolade. 100 Gramm Vollmilchschokolade enthalten 8 Gramm Eiweiß und 535 Kilokalorien. Wenn du beispielsweise 75 Kilogramm wiegst, nehmen wir einen Mann als Beispiel, und dein Eiweißerfordernis bei 1 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag liegt, dann will dein Körper 75 Gramm Eiweiß pro Tag haben. Das entspricht ca. 9 Tafeln Schokolade je 100 Gramm. Und das entspricht mehr als 5000 Kilokalorien. Das ist locker das Doppelte von dem, was du verbrennst, wenn du einem normalen Schreibtischjob nachgehst und sonst körperlich nicht sonderlich aktiv bist. Kannst du dir vorstellen, wie schnell du damit fett wirst? Stell dir stattdessen vor, du nimmst erstmal 2 Proteinshakes zu dir. Die enthalten schon mal 60 Gramm Eiweiß. Und dazu dann noch 2 Tafeln Schokolade. Macht zusammen auch 75 Gramm Eiweiß. Und dein Eiweißerfordernis wäre damit erfüllt. Mit 2 Shakes und 2 Tafeln Schokolade. Damit hast du aber gerade mal 1300 Kalorien zu dir genommen, anstatt 5000 Kalorien. Riesenunterschied. Logisch. Jetzt sagt die Wissenschaft Folgendes. Tiere hören einfach auf zu fressen, sobald sie ihr Eiweißerfordernis erreicht haben. Sie haben dann einfach keinen Hunger mehr. Und das gilt im weitesten Sinne auch für uns Menschen. Also, wie wär's, wenn du, bevor du irgendetwas isst, das viele Kalorien und wenig Eiweiß enthält, also Zucker in jeder Form, Brot, Nudeln, Pommes, Reis, Kartoffeln, Backwaren, sorg doch erstmal dafür, dass dein Eiweißbedürfnis gedeckt ist. Mit 2 Shakes zum Beispiel. Und dann fühl mal in dich rein, wie viel unwiderstehlichen Hunger auf Junkfood du dann noch hast. Ich mache das schon recht lange so. Ich achte zuallererst auf die Eiweißquellen bei meinen Mahlzeiten. Ich starte den Tag mit einem Shake. Ein 2. und oft auch ein 3. Shake kommen im Laufe des Tages meist noch dazu. Und ich kann den vitalstoffarmen Kalorienbomben ziemlich gut widerstehen. Wie sieht der Trick für die kommenden 12 Tage bis Neujahr aus? Starte den Tag mit Eiweiß. 3 Eier, eine Schüssel Quark oder einen Shake. Wenn du ein opulentes Frühstück mit der Familie oder mit Freunden planst, dann zieh dir vorher einen Proteinshake rein. Vor dem Mittagessen noch einen Shake und vor dem Abendessen oder vor der Feier noch einen 3. Und dann staune, wie gut es dir gelingt,
den Tag, den Abend, die Feier zu genießen, ohne dass du Unmengen von Kalorien in dich reinschaufelst. Magst du es mal probieren? Bei mir funktioniert das und seitdem ich das Eiweißerfordernis kenne, weiß ich auch warum. Viel Spaß dabei! Zum Abschluss dieser Folge noch mein Hinweis auf Koro, dem Online-Shop für haltbare Lebensmittel und meinen Partner hier im Podcast. Haltbare Lebensmittel, hohe Qualität, bio, fair gehandelt, sinnvoll verpackt und trotzdem günstig. www.korodrogerie.de und immer an den Rabattcode RALF denken für zumindest 5% auf deinen Einkauf. Rabattcode RALF, R-A-L-F. Vielen Dank, wir hören uns die Tage. Dein Ralf Bohlmann.